Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Bayride und Part 16. Ja, eigentlich habe ich schon einen Part aufgenommen und da natürlich mal wieder vergessen, den Hintergrundsound anzumachen. Deswegen habe ich diesen Part kurzerhand gelöscht und erzähle euch jetzt einfach kurz, was in dem Part passiert ist. Ich habe die Quest abgegeben mit den 5 einfachen Äxten und ich habe die Quest abgegeben mit dem Reiseschild. Zusätzlich habe ich noch die Quest teilweise erledigt, was das mit dem Fisch betraf. Also das Rezept zu dem Fischer bringen und vom Fischer wieder zurück und so weiter und so fort. Die haben wir noch nicht komplett fertig. Was habe ich denn noch gemacht? Wir haben den Wassersammler erforscht und platziert. Wir haben die Schlammgrube platziert. Ich habe eine Katze gestreichelt in Herndien. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Und ich habe in Herndien auch noch eine neue Gefährtin herangezogen. Ganz genau, eine Gefährtin. So, und in diesem Sinne, wir starten jetzt in den Part und schauen, was so passiert. Viel Spaß und let's go! Ja, Leute, hier ist unsere neue Gefährtin, die gute Ema. Sie hat folgende Attribute. Sie hat, Einhand hat sie 3 von 6 Punkten, beim Schild auch. Und die restlichen sind, ja, ich würde mal sagen, ganz okay. Na klar müssen wir sie auch noch ein bisschen herrichten, aber das ist jetzt soweit erstmal in Ordnung, würde ich sagen. Dann gucken wir auch auf jeden Fall, dass wir den nächsten Gefährten dann vielleicht auch schon aus Petstow holen. Was ich jetzt zuallererst machen möchte, was natürlich jemanden von euch aufgefallen ist, ist das Plumpsklo, das wir nicht mehr haben und welches ich jetzt neu platzieren möchte. Jetzt überlege ich mal, wo könnte ich das denn platzieren? Kann man das eigentlich auch im Wasser platzieren? Tatsächlich, ich könnte es auch ins Wasser machen. Na gut, aber das wäre natürlich ein bisschen, ja, unvorteilhaft, hätte ich jetzt mal gesagt. Wie wäre es denn, wenn wir es einfach hier so an den Stein stellen? Der hat nämlich auch hier die perfekte Ausbuchtung dafür, würde ich jetzt mal sagen. So. Cool. Dann, oh, jetzt ist der Stein verschwunden. Ja, schade. Egal. Dann steht jetzt hier auf jeden Fall das Plumpsklo. Da werden die sich dann schon drum kümmern, dass das auch steht. Jetzt lasst mich mal kurz überlegen, was ich denn noch gemacht habe. Ich habe mir die Schaufel noch gecraftet. Wie ihr sehen könnt, hängt ja auch auf meinem Rücken. Und habe dann auch schon Schlamm geholt, weil wir den ja gebraucht haben für, ich glaube, für die Forschung hier. Lasst mal kurz reinschauen. Mischeimer. Ja, ich glaube, dafür haben wir den Lehm gebraucht. Ich möchte auch gucken, dass wir heute ein bisschen mehr vorankommen. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir die Dorfhalle danach erforschen, denn die schaltet uns ja, soweit ich weiß, die fortschrittlicheren Gebäude frei und das wäre eigentlich nicht schlecht. Dann hatte jemand auch noch was von einer Tasche geschrieben, die ich freischalten soll und den Stoffköcher. Den kann ich mir schon machen und die Tasche, die habe ich mir eigentlich schon freigeschaltet. Genau hier. Die können wir dann natürlich auch mal als Auftrag anlegen. Dafür müssen wir aber hierhin. Tasche. Oder war ich schon richtig? Nee, ich war hier schon richtig an dem Punkt. Genau. Dann einmal die Tasche. Ich denke, einmal reicht. Oder brauchen meine Arbeiter da auch welche? Gucken wir mal, was wir vielleicht auch noch für Klamotten herstellen können. Handwickel, Strohhut. Der hat eine Rüstung, aber eigentlich ist es cool. Komm, wir machen uns mal einen Strohhut. Ja, da müssen wir gucken, dass wir coolere Rüstung freischalten. Auf jeden Fall. Happy days, all thanks to you. Also denen scheint es auf jeden Fall gut zu gehen. Hier im Lager, was fehlt uns? Holz. Das heißt, wir müssen eigentlich auch unbedingt mal den, wo ist es? Hallo, wo ist es? Hier, das Holzfällerlager machen. Kann damit Bäume in einem kleinen Gebiet fällen. Und was kann er mit dem hier machen? Ermöglicht es einem Arbeiter, Baumstämme in Holz zu hacken. Das müssen wir auf jeden Fall platzieren. Jetzt ist natürlich der Wald hier nicht mehr so dicht, weil wir hier schon so viel abgeholzt haben. Aber wir können es ja einfach mal hier hinstellen. Und den Holzfällerplatz ebenso.
Ah, wieso möchte der da nicht hin? Hä? Why is it not working? Komisch. Hier hinten wird's gehen. It will not work. Wo könnten wir den denn sonst noch hinmachen? Sollen wir ihn hier so dran machen einfach? Ja, wieso nicht? Was brauchen wir denn für das ganze Zeug? Ich denke, es wäre gut, wenn ich für alle einfach mal ein bisschen Holz hole. Essen wir mal eine Beere. Und dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen Holz ranschaffen. Dann können wir denen mal ein bisschen unter die Arme greifen. Die haben so ja schon auch genug zu tun. Ach so, bevor ich es aber vergesse, möchte ich jetzt in den Optionen noch ganz kurz die Überfälle ausschalten. Denn ich habe euch ja im letzten Part gefragt, wie wir das mit den Überfällen handhaben sollen. Und weil ich jetzt noch nicht auf eure Kommentare antworten kann oder sehe, was ihr geschrieben habt, weil der Part erst heute rausgeht, mache ich sie jetzt in der Zwischenzeit mal aus, weil dann können wir uns nämlich auch einfach darauf konzentrieren, dass wir in unserem Lager ein bisschen vorankommen, dass wir uns bessere Klamotten und Waffen machen und so weiter und so fort. Und wenn wir Bock haben, irgendwas zu überfallen, dann können wir ja auch einfach in die nächstgelegenen Lager gehen. Genau, das ist jetzt so der Plan. Und wir haben ja auch noch jede Menge Quests, die wir machen müssen. Dafür brauchen wir ja aber auch noch so viel Zeug. Und ich glaube, mein Inventar ist voll. Ja, genau. Bringen wir das mal runter. Dann muss ich auch noch so einen Steinhackplatz machen. Und ach, es ist einfach so viel zu tun irgendwie. So viel, so viel. Sehr schön, dann kann das ganze Holz da rein. Dann gehen wir aber gleich mal noch eine Fuhre holen. Beziehungsweise ich mache das und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich erstmal ein bisschen Holz reingepackt und unser Mischeimer ist fertig erforscht. Lasst uns den mal kurz anschauen hier. Diese Struktur wird verwendet, um Lehm herzustellen. Ein Material, das aus Schlamm, Wasser und Stroh besteht. Ein wesentliches Material für den Bau fortschrittlicher Strukturen. Können wir ja... Was ist denn das hier? Lehm. Naja. Können wir ja auch gleich schon mal platzieren. Warum auch nicht? Ich werde wahrscheinlich dann, wenn die fortschrittlichen Gebäude freigeschaltet sind, sowieso auch nochmal hier so viel ummodeln. Genau. Ja, stellen wir den halt einfach mal daher. Super, dann können wir an die nächste Forschung gehen. Und das wird dann höchstwahrscheinlich eben jetzt das Dorfding. Produziert Holzbretter, die werden wir natürlich auch irgendwann brauchen. Bauernhof ist auch überhaupt nicht schlecht. Den würde ich eigentlich auch gern schon erforschen. Ach Mann, es gibt so viel zu erforschen. Dafür brauche ich 15 Riemen. Wir machen jetzt die Dorfhalle. Lass mich mal schauen, wie viele Riemen wir denn haben. Wo sind sie denn? Hier 8 Stück. Das heißt, wir brauchen noch 7. Ich gehe jetzt mal rüber. Achso, aber da kann man, glaube ich, nur einen kaufen, ne? Bei dem Typen. Jetzt schauen wir einfach mal, ob der was Schönes für uns hat. Ich hoffe doch. Der wohnt eigentlich auch voll chillig hier in seiner kleinen Hütte. Alles, was man so braucht, ne? Hallöchen. Michel. Der Michel aus Lenneberger. Wieso will er nicht? Wegen der Axt. Ich lern's auch nie. Hallöchen. Welche Gegenstände hast du heute? Riemen einmal. Kaufen wir trotzdem. Einer ist besser als keiner. Ich meine, mit 75 Münzen schon sehr kostspielig, oder? Aber naja. Die Frage ist ja, kann ich mir Riemen auch irgendwie anders herstellen? Das müssen wir mal gucken. Oder vielleicht schreibt ihr es mir sogar. Oder wir müssen einfach tatsächlich nochmal Leute überfallen gehen.
Jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir hier alles fertig bekommen. Dafür brauchen wir natürlich auch wieder en masse an Baumstämmen. Deswegen werden wir jetzt die mal besorgen. Super, also den Holzfällerplatz haben wir jetzt schon mal gebaut. Jetzt möchte ich mal da nochmal reinschauen. Ich kann hier... Moment, was mache ich denn jetzt da? Okay, sie haut einfach drauf. Naja, alles klar. Ich kann hier jetzt sagen, dass sie Holzstücke machen sollen. Und dafür muss ich dann einen Baumstamm da reinlegen. Oder wie verstehe ich das? Das muss ich jetzt nochmal nachschauen, weil damit habe ich mich tatsächlich ja noch nicht so wirklich befasst. Schauen wir mal. Baumstämme hacken. Baumstamm hacken verwalten. Ach, tatsächlich. Ich hatte jetzt den Baumstamm im Inventar und jetzt macht er mir hier quasi Kleinholz draus. Und ich kriege dann 5 Stück raus, oder wie verstehe ich das? Ja, Tatsache. In Ordnung. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall eine Axt noch reinlegen, damit die hier auch hacken können. Dann tun wir das dabei da rein. Und wir haben ja hier 2 Äxte. Und das heißt, eine kommt auf jeden Fall hier rein. Axt fehlt für Holzfällerplatz. Habe ich doch hinzugefügt. Was braucht es denn hier? Einen Baumstamm, den haben wir doch noch übrig. Komm. Helfen wir mal ein bisschen mit. Ah ne, ich brauche mehrere, oder? Wo ist denn das Ding? Hier habe ich noch Baumstämme. Die kannst du nehmen. Ach, hier ist es. Im Baum versteckt. Ach, das braucht 6. Baumstämme. Das ist ja eigentlich kein Thema. Dann fällen wir halt weiter. Jawohl, das heißt, die können jetzt das Holzfällerlager bauen. Dann nehmen wir den hier noch mit. Und dann möchte ich mal ganz kurz gucken, weil hier steht ja Graben. Graben tut man doch mit der Schaufel. So, und jetzt mache ich quasi den Baumstumpf weg und bekomme dafür Holz. Ah, sehr schön. Das ist nice. Dann kann man nämlich hier schön aufräumen. Cool. Aber das kann ich nicht bei allen machen, oder wie? Wahrscheinlich müssen die noch ein bisschen mehr verrotten, bevor ich sie wegmachen kann. Hier, die kann ich auch nicht wegmachen. Den kann ich wegmachen. Super. Also, Holzfällerlager wird hier gebaut. Dann hier wird gerade der Mischeimer gebaut. Was fehlt denn hier noch? Der Bau von Holzfällerlager ist abgeschlossen. Holzfällerlager hat keine Aufgabe in der Warteschlange und die Axt fehlt. Hier brauchen wir noch einen Baumstamm. Okay. Hier fehlt eine Axt, hieß es. Dann tun wir die auf jeden Fall hier hin. Und, ich möchte, dass hier Baumstämme abgeholzt werden. Genau. Dann wollte ich aber noch einen Baumstamm besorgen, wenn meine Axt das noch hergibt. Hier, da dürfte nur einer rauskommen. Muss ich schneiden? Nee, kann einfach nehmen. Super, dann kann der noch da unten hin. Und dann bauen wir fertig. Jetzt haben wir den Mischeimer. So, einmal herstellen und einmal verwalten. Hier kann man jetzt Lehm herstellen. Es braucht Wasser, Stroh und Lehm. Ich kann Lehm herstellen und brauche dafür Wasser, Stroh und Lehm? Ja, okay, muss ich nicht verstehen. Und Dünger kann ich herstellen, dafür brauche ich Torf. Ja, wie kann ich denn Torf machen? Das weiß ich ja tatsächlich noch nicht. Okay, aber das macht nichts. Wir haben es auf jeden Fall schon mal dastehen. Hier ist die Lehmschlammgrube.
Und ich möchte... Ach, hier ist Torf. Jetzt hat. Ja, ich möchte natürlich, dass hier beides abgebaut wird. Ist ja klar. Logisch. Ach, wir machen 20 und 20. Dann haben sie genug zu tun. Aber immer auf auffüllen. Hier habe ich noch keinen Auftrag, aber hier. Da machen wir auch auf auffüllen. Und 20 wieder. Hier unten. Holz. Ah ja, Holz kann man immer voll viel gebrauchen. Machen wir mal 30 und auch auffüllen. Sehr schön. Hier unten ist übrigens der Wassersammler. Das ist das kleine Ding hier. Sammelt einfach Wasser und die Leute holen es halt dann und tragen es ins Lager. Okidoki, wie sieht es denn eigentlich aus? Ist denn zufälligerweise meine Tasche schon fertig? Ja. Okidoki. Die kann ich dann wahrscheinlich hier hin tun. Ah, und jetzt habe ich hier ein bisschen mehr Platz. Das ist auf jeden Fall cool. Kann ich da auch... Ah, da kann ich auch tatsächlich das Schild hin tun. Super, das ist richtig praktisch. Dann kann hier noch die Fackel hin. Und geht die auch noch? Nee. Oh, und mein Strohhut ist auch fertig. Cool, und jetzt habe ich ihn ausgerüstet. Schaut mal, Leute. Und jetzt habe ich keine Haare mehr. Das ist ja doof. ja. Naja, okay. Für Heißtage braucht man einen Strohhut. So schaut's aus. Oh, Verbände passen auch hier rein. Geil. Die Schaufel, die brauche ich jetzt gerade nicht. Dann kann ich aber auch die... Moment, wartet mal schnell. Kann ich aber auch mein Schild wieder hier hin tun. Und dann ist hier Platz und ich kann da vielleicht... Oh, das war natürlich wieder ein Fehler. Hier noch Pilze hin tun. Hey, super. Und Handschuhe haben wir auch noch keine. Dann lassen wir uns jetzt mal Handschuhe machen. Herstellen. Handwickel. Das ist das Einzige, oder? Was wir machen können. Ja, Handwickel. Stellt mir Handwickel her. Supidupi. Können wir essen? Hallo, essen sollst du? Schaufel fehlt für Schlammgrube. Ja, Moment. Ich gebe sie euch. Die hat sich jetzt anscheinend schon jemand gegrabbelt. Passt. Dann wollte ich eigentlich was essen, aber... Ach, jetzt. In Ordnung. Oh, wir brauchen da auch Kupfernägel für. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Vielleicht ist es dann doch keine so gute Idee, zuerst die Dorfhalle zu bauen. Okay, wir tun jetzt die Forschung von der Dorfhalle stoppen und machen hier einfach jetzt noch die anderen kleinen Sachen. Ich glaube einfach, das macht halt einfach so am meisten Sinn. Kit ist jetzt gerade dabei, unser Trapper-Lager hier zu erforschen und ist auch fast fertig damit. Finde ich sehr gut. Was macht man eigentlich mit dem Zimmermannshammer? Wird zum Bau von Stadtstrukturen verwendet. Das, glaube ich, brauchen wir jetzt aber auch noch nicht, oder? Leute. Saatgutbeutel ermöglicht den einfachen Transport von Samen zum Anpflanzen. Ja, ist nicht schlecht. Aber dafür wäre der Bauernhof ja zuerst mal gut. Mach den Bauernhof. Und das Trapperlager können wir doch auch gleich mal aufstellen. Wo ist es? Trapperlager? Hier. Ein Arbeiter sammelt die Erträge von platzierten Tierfallen ein und stellt sie automatisch wieder auf. Ach ja, aber ich habe ja gar keine Tierfallen platziert, deswegen... Macht es gar keinen Sinn. Tatsächlich. Bergbaulager würde Sinn machen. In der Nähe einer Metallader platzieren, sagte mir jetzt.
Der Bau vom Plumpsklo ist abgeschlossen. Das freut mich außerordentlich. Dann würde ich doch sagen, dass wir jetzt dahinter gehen zu dieser, ach was ist es jetzt, Zinn- oder Kupferader? Und das da hinstellen. Macht das Sinn, meine lieben Leute? Ich denke. I'm not sure, but maybe. Mal das hier einfach hier so reinstellen. Oder hier so hin. Nö, das geht natürlich nicht. Macht nichts. Dann stellen wir es hier hin. Sehr schön. 10 Baumstämme, 12-mal Flachs und 14-mal Holz. Ich würde sagen, ich baue das hier fertig und wir sehen uns natürlich im nächsten Part wieder. Schön, dass ihr wieder dabei wart und ich freue mich schon auf den nächsten Part. Es ist so spannend und macht so viel Spaß. Also in dem Sinn, meine Lieben, einen wunderschönen Abend wünsche ich euch und bis morgen. Bye.